Willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth. Ich bin euer Firobo und wir spielen ein bisschen mit Aerith und so und sammeln Lebensenergie, Lebensstromenergie und so. Weil die brauchen wir, um den Ort zu stabilisieren und solche Kinkerlitz zu machen. Ja, schauen wir mal. So, hier war noch ein Gegner, der gegen uns battlen will. Ich würde sagen, let's go! Wir haben uns ja geupgradet. So. Dann machen wir Macht und Schuld. Oder Strahle Vergeltung. Ist das jetzt alles wirkungslos? Muss ich jetzt Magie anwenden oder was? Was nehmen wir denn da? Das was? Das hat was gebracht. So, du machst dann Vergeltungsstrahl. Oh, das war's schon. Todesauge wurde eliminiert. Aber wir haben schon viel Leben. Lebensenergie bekommen, so. Wie können wir jetzt hier reinsetzen? Ich weiß auch schon, wofür ich einsetzen werde. Mich wieder hinten. So. Das sollte jetzt reichen. Natürlich. Na oh, komm schon, das soll so reichen, oder? Ja. Es reicht, hurra! Yay, dann komme ich endlich an meine Kiste daran. Sehr schön. Dann haben wir 3 von 5 schon mal am Leuchten. Ach, die kommen wieder hier. Oh. Oh, ist ja. Oder ne, den habe ich einfach übersehen. Die kommen nicht wieder. Der Loot kommt nur wieder. Oh, hi. Kannst du über dein Bestes geben? Dein Job! Jetzt gibt's eine Lehrstunde. Ich mag Yuffie einfach mit dem Flug. Yuffie ist echt easy bei Luftgegnern, finde ich. So. Ja, hat natürlich nicht gereicht für den hier. Oh, die haben aber auch eine Lebensenergie gegeben. Ja, gut, müsste für alles haben, theoretisch reicht, ne? Was ich jetzt hier sammeln muss, ja, für die nächsten Plattformen zu reichen dann. So. Aber ich bin auch ein fleißiger Sammler, muss ich sagen, ne? Ich lasse ja nichts links liegen. Und trotzdem mal hier an der Seite gucken. Da ist nichts. Schade. Dann nehmen wir das Treppchen. So. Ja. Mal gucken, die Hälfte schon wieder voll. Ja, wie gesagt, doof, dass wir die Plattform halt nicht wieder zurückrufen können, sage ich jetzt mal. Da könnten wir uns ja recht gut voll machen. Das geht ja leider nicht. Und da ist das Kistchen, was ich gesucht habe. Ein Zitra-Reif. Oh. Wow. Die ganze Mühe dafür. Billy? Naja. Was soll's? So. Ist halt ja nichts, ne? So, den machen wir, glaube ich, zum Schluss, weil das, glaube ich, das Finalding. Deswegen machen wir jetzt mal die Zeile da. Ah, du bist auch ganz schnell.
So, dann füllen wir uns da noch ein bisschen auf, würde ich sagen. Und haben dann hoffentlich genug Energie für Bonis und so, für Kämpfe. So. Dann schauen wir doch mal hier rein. Frische. So. Die Leine! Ein Hüter ist stark und weise. Ja, das war mir sehr komisch. Vor allem sind die Dinger jetzt... Oh, ich muss ja überall hier sammeln, ne? Jetzt überall verteilt. So, hab ich alle? Ich hoffe. Zack. So. War es eigentlich auch nur die Frösche hier oder was? Ja, das war ja schon vorher hier, ne? Oh. Da waren schon ein bisschen lappenhaft. Und ein Achievement wahrscheinlich hier alle 5 zu machen, kriegt man wahrscheinlich auch nicht. Vermute ich mal. Eine kleine Pause machen. Ja, genau. Ohne dich sind wir schließlich aufgeschmissen. Gut, aber nur kurz. Oh, schon ist wieder bei Cloud. So, okay. Scheiße. Das war jetzt Stunden. Aber dank Aerith's Magie passiert da was jetzt? Was zum? Ja, aber warum? Was ist passiert? Das ist die Frage, ne? Hä? Was denn nun schon wieder? Es ist jetzt zum Frosch geworden. Oh, sie werden alle zum Monster. Oh. Ist jetzt auch egal, oder? Nicht groß fragen. Kämpfen. Roger, ich überlebe. Vergiss es. Jetzt immer auf da. Geht's erst richtig los. Komm schon, gib mir das. Lass mich mal. Na gut, dann gibt's halt keinen Info zu diesem Gegner. Schade. Ich hätte ein bisschen gedacht, dass er ein bisschen mehr aushält. Wir werden Strudel als Kuchen ja lieber. Hahaha, meine Güte. Da drüben! Huh?
Wie kommen die denn voran überhaupt? Wüsste ich gerne. Okay. Hier wird es nochmal Kämpfe geben. Schon mal. Ja, war schon voll, Mann, ey. So, ich könnte mir ja noch Material kaufen, fällt mir gerade ein. Wiederbelebung. Kaufen wir zweimal. Behandeln kaufen wir einfach nochmal zweimal. Zerstörung, Barriere gestärkt. Das ist nicht alles, was ich haben will. Analyse vielleicht nochmal, dass ich ausrüsten kann. Ah, dann haben wir den Reifen noch. Aber den brauchen wir den gar nicht mehr. Den haben wir auch geupgradet. Oh, den brauchen wir auch nicht mehr. So, gut. Ja, gut. Dann ist das halt so. Okay. Da hat es schon was gegeben? Ne. Dann machen wir nochmal ausruhen. So, okay, geheilt. Ein bisschen Zeit haben wir auch noch für die Folge. Dann gehen wir mal rein. Verzieh dich! Und tschüss! Nimm das! Verzieh dich! Oh, na ja. Ich könnte mich jetzt mal heilen gehen, ich weiß, aber hab ich nicht nötig. Wahrscheinlich werde ich deswegen jetzt sterben, aber nein. Wenn wir nicht noch mal ein paar. Wir halten hier Stellung, Sir. Prüf den Untergrund! Kann man nur so blöd sein? Oder? Vor allem, Iris kommt einfach hinterher und macht alles wieder heiler. So. Mike's. Oh, wofür brauchen wir den? Ist die Frage. Muss ich den einfach reinschubsen oder was? Geht das? Weil da eins zu Weg ist und da ist keine Mauer halt. Anscheinend ja. Und er fungiert mir dann als Mauer, als Brücke. Natürlich. So, okay, weiter geht's. Und die Brücke. Verständlicherweise. Zu sagen. Also ich würde auch nicht hier bleiben wollen. Wenn ich wüsste, dass ich jeden Moment irgendwie weggeweht werden könnte oder so. Schrei des Planeten. Eine Barrett-Waffe. Nee. So, Schrei des Planeten. Während der Effekt, das Effektzeit hier aufladen. Gewehr, mit dem Macht des Planeten eingeschlossen ist. Er kann selbst das Schicksal trotzen. Okay, was macht er? Seine Spezialgeschossopfer. Ja, komm, machen wir mal hier. Komm, zack. Ja, vielleicht für Barrett auch was anderes besser gewesen. Hier. War doof gefragt. Eigentlich nicht, ne? Okay. So, was kriegt denn Barrett noch hier?
Barrett kriegt. Ich habe noch ein paar Sachen. Analyse kriegt Barrett. So. Dann müssen wir noch was machen. Physischen Angriff. Füllt der P beim Kampf mit Giftfüge, schüttet die Aufladen der P beim Kampf, Angriff oder Blocken. Lädt auf, wenn Gegner Schutzstand gesetzt wird. Beschleunigt das Nachladen von Feuerstoß. Wird den Energiemenge beim Nachladen von Feuerstoß. Okay, ich überlege gerade. Bitte. Bitte mal den schon immer testen. So, Tief hatten wir ja schon alle. Okay. So, sonst schauen wir hier nichts zu haben. Erstmal. Jetzt haben wir damals noch. Da mach ich natürlich Lucky Lucky. Sollte vielleicht auch mal Analyse einsetzen, ne? Nächstes ist. Also einfach rote Wald rein. Ja. Weiter geht's. Komm. Einfach unsichtbar machen die ganze Zeit und dann nichts machen. Junge, wo kann ich denn hier ballen? What the fuck? Da soll ich hier lang, weil ich nicht da lang kann. Hä? Soll ich hier lang? Ich baue mir den Weg jetzt hier gerade schon mal. Ich vermute mal, der wird dann dagegen knallen oder so, da hängen bleiben. Scheint noch nicht zu reichen. Ah, okay, also wir müssen jetzt hier einen Weg bauen. Okay, ich verstehe. Das ist mal eigentlich der Sinn der Aufgabe hier. Ich dachte, ich mache hier nur einen kleinen Abstecher, aber nee. Hier wird richtig gekämpft. Klappt's ja damit. Wir müssen ihn irgendwie kaputt kriegen. Und das wird wahrscheinlich einen Boss anlocken, denke ich mal. Deswegen werde ich mal eben schnell mein Leben auffüllen. Schauen wir doch mal. Teil 2. Let's go! Oh, okay. So einer. Lassen wir den doch die Arbeit machen. Ja. Eisenhühner. Elektroswirksamisch. Magie, Elektro. Stromschlag.
Magie, nochmal Blitz. So, tiefer, was musst du denn? Ash schafft eine Faust. Barrett, Befreiung des Geistes. Und wir machen nochmal Blitzmagie. Gut, du machst einen Blitzimpuls. Und tiefer, du machst auch einen Blitzimpuls. Nichts überstürzt. Gegenstände. Dann nehmen wir mal eine Phönixfeder. Ich mach das. So, tiefer. Kannst du. Ach nee, der kann er nicht. Okay. Dann machst du Gegenstand. Dann machst du den Gigatrank, Megatrank. Mal auf mich. Es geht weiter. Danke. Erledigt. So viel dazu. Sind aber keinen Schritt weiter. Na gut. Dann halt nochmal. Ja, dann würde ich sagen, aber erstmal. Ups. Ich brauche noch Ether, ne? So. Dann drehen wir mal weiter. Immer weiter, immer weiter. Jetzt machen wir ihn wieder voll. Jetzt wird er wieder belebt. Aha. Hallo, hier bin ich. Oh. Auf Onkel Barrett ist verlassen. Ich zähl auf dich. Jetzt ist recht. Sehr gut. David, du machst deine maximale Wut mal. Das war's dann. Und tschüss. Hier bin ich.
vor. Komm her! Das war's dann. Komm doch her, Junge. Ja. Hier kommt Barret. Tausend Schuss und kein Übernimmer. Aber den ist immer noch nicht kaputt. Na gut, dann halt nochmal. Dann lasst ihn uns irgendwie ins Staucheln bringen, okay? Ja, aber wie? Ach, er muss im Schockzustand sein. Achso, okay. Jetzt haben wir das doch früher spielen. Jetzt haben wir das da einfach früher. Die Frage ist, wie bringen wir dich denn in den Schockzustand? Was hilft denn da? Gegenstände, welche Gegenstände soll ich denn benutzen? Heilung oder was? Schon wieder da. What the fuck? Meine Güte, Merita. Ich zähl auf dich. Verdammt. Ja. Warte, auch nicht. Wie geht der denn in den Schockzustand, frage ich mich gerade. Blitz und Donner! Nichts überstürmt. Ausgerechnet jetzt!
Das war's leider auch nicht. Wie krieg ich denn den scheiß gottverdammten Schockzustand? Wie krieg ich dich denn? Vor allem krieg ich jetzt mal Punkte dafür. Ja, aber wie ist die Frage? Ich weiß ja, soll ich ihn in den Staufen bringen, aber wie? Was sorgt dafür, dass er ins Straucheln kommt? Zu nachlässig. Nimm das! Und tschüss! Ja! Das war's! Verdammt! Yes. Vorbei. Nicht übertreiben. Ich mache weiter. Dann klappen wir jetzt einfach ganz weiter drauf. Ne, leider auch nicht. Jetzt haben wir es endlich. Ja. Sieh mal an. Na also, geht doch. So. Erledigt. Gut, dann mal. Hey, das war jetzt aber anstrengend, nervig. Oh gut. Zack, zack, zack. So. Wir haben es geschafft, Gott sei Dank, endlich. Kann ich ihn einfach hier rausschmeißen? Scheinbar, ne? Dass wir den gar nicht weit schieben oder so. Push. Oh, okay. Guter Staluten da. Ich liebe
Okay, es war eigentlich anders geplant und das war von A-Team geklaut. Gut, damit ist sagen wir uns nächsten Folge wieder. Dann überqueren wir diese neue Brücke. Also haut rein. Ciao, ciao.